Guten Tag und willkommen zum mittlerweile fünften Part von New Super Mario Bros. Es geht weiter mit der dritten Welt. Und ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht mehr so wirklich, was hier auf mich wartet. Erste und zweite Welt kannte ich noch ziemlich gut. Aber jetzt hier die dritte Welt, da wird schon etwas schwammiger von den Erinnerungen her. Ich krieg gar kein Power-Up. Was soll das denn? Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren wegen ganzen hässlichen Cheep-Cheeps hier. Und jetzt kriege ich endlich ein Power-Up. Und nun Pilz. Ja, toll. Da hätte ich das auch skippen können und mir hier den Panzer einfach holen können. Toll. Ich habe mich gerade so konzentriert, weil ich da auf die Cheep-Cheeps geachtet habe, dass ich da nicht einfach abkratze. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Es ist nichts, ne? Hier ist einfach nichts. Oh, stimmt! Stimmt, mit dem Panzer kann man ja besser schwimmen. Schneller, vor allem. Nicht unbedingt gut steuern, wie jetzt irgendwie in, ich glaube, Super Mario Bros. 3 war das mit dem Froschanzug. Oder hier in New Super Mario Bros. U. Was, glaube ich, erst mit dem Dingensanzug, mit dem Pinguinanzug. Aber man schwimmt auf jeden Fall schneller. Hau ab! Alter. Ihr dürft nicht vergessen, einmal in das Maul von diesem Hub-Cheep und man ist down. Komplett Game Over. Nicht Game Over, aber ja, ein Leben ist auf jeden Fall weg. Und ich sehe gerade, ich habe hier irgendwo eine Starcoin verpasst. Hier? Oh, ist das gemein. Okay. Da wollte ich nicht hin, weil da der Hub-Cheep war. Aber hier ist die Starcoin. Jawoll. Schönes Ding. Das gefällt mir richtig gut mit dem Panzer. Dass man hier so schnell durchs Level kommt. Da kann man nämlich auch nochmal zurückschwimmen. Wenn es denn vonnöten ist. Wenn man einfach so komplett schnell unterwegs ist. Und komm. Die roten Münzen interessieren mich jetzt mal nicht. Ich gehe einfach direkt ins Ziel, wollte ich sagen. Einen Moment. So. Alles klar. Ja, nice. Nice. Dann haben wir auch schon fast die Hälfte zu einem maximalen Leben geschafft. Geile Aktion. Und warum ist das hier offen? Hä? Kann man da nicht? Ja, also, gibt's hier einen Secret Exit? Oh, und sogar noch einen Panzer. Sehr nice. Gefällt mir. Oh, Moment. Hier, diese Spinnen können Blöcke zerstören mit ihren Kugeln. Und natürlich gibt es auch irgendwann eine Passage, in der diese Kugeln einem helfen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und hier runter. Ich weiß nicht, ob man da runter kann. Ich will es echt nicht riskieren. Also lasse ich das jetzt einfach mal. In dem Fall. Ich meine, da waren halt Münzen, ne? Da waren Münzen. Also wäre schon kacke, wenn man da langläuft. Quatsch, wenn man da runterschwimmt und dann einfach stirbt. Ja, aber ich bin auf jeden Fall an der ersten Starcoin vorbei, so wie es scheint. Ja, was machst du, Mario?
Genau das meine ich. Man muss aufpassen, dass man nicht aus Versehen in den Panzer geht, obwohl man es nicht will. Und hier. Nein. Ich glaube, da war ein Mini-Pilz drin. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, da war ein Mini-Pilz drin. Das wäre natürlich richtig kacke. Und nee, Moment. Hier. Hier ist die erste Starcoin sogar. Nach der Halbzeitflagge. Oh nein. Hier ist der Mini-Pilz. Hier ist der Mini-Pilz. Und den werden wir bestimmt auch noch brauchen. Okay. Sehr schön. Ich werde jetzt nochmal schauen. Ach hier, guck mal. Brauchen wir den hierfür, für die Starcoin? Ich glaube schon. Aber ich werde den erstmal behalten. Ich werde jetzt nicht den Panzer zücken. Weil der Panzer ist wertvoll in diesem Spiel. Das ist halt das Spezial-Item hier. Den möchte ich erstmal behalten, so gut es geht. Komm, geh runter. Dann können wir hier nochmal kurz schauen. Oh, hier ist eine Mini-Röhre. Aber es ist nur ein Bonusbereich. Mit einem Pilz. Mit dem wir diese kleinen Gumbas einfach wegböllern können. Nice. Ja, netter kleiner Bonusbereich, aber hat es jetzt auch nicht gebraucht, ne? So. Wo ist die dritte Starcoin? Hier oben? Hallo? Ja, da wird... Ja. Da oben ist... Kommen wir da nicht mehr hoch? Warum? Das ist der größte Scheiß. Warum macht man das? Dieser Bonusbereich war die reinste Falle. Okay, das ist hart asozial. Das ist hart asozial. Man wird durch diesen Kack-Bonusbereich an der Starcoin vorbeigeschleust und kommt man noch nicht mal mehr zurück? Harter Trigger. Harter Trigger an der Stelle. Okay, und das wird tatsächlich geöffnet direkt. Mit dem normalen Exit. Also es gibt hier keinen Secret Exit. Und was soll das? Das triggert hart. Das triggert richtig hart gerade. Dass man da durch diesen Kack-Mini-Pilz in diesen Bonusbereich kommt, wo man dann den einen normalen Pilz bekommt. Denkt, okay, ja gut, dann kann man hier die Viecher wegböllern. Ist eine witzige Idee. Und dann kommt man da einfach nicht mehr zurück, nachdem man da rausgekommen ist aus dem Bonusbereich. Wie asozial. Alter, ey. Ja, komm, gehe durch. Und so gut ist der Level jetzt auch nicht, dass man unbedingt nochmal spielen muss. Ja, komm, geht mir am Arsch vorbei. Also ganz ehrlich, irgendwann reizt auch. So. Ah nee, hier braucht man den Mini-Pilz. Man muss den sogar behalten. Zurück zur Karte. Ja, ich bin sicher. Komm, nochmal rein da. Man warten musste, bis diese beschissenen Fragezeichenblöcke da umgeflattert sind, ey. Komm, scheiß auf die Blume. Scheiß auf alles. Hier einfach lang und hol dir den Mini-Pilz. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger machen, dass ich hier noch abkratze. Okay, nice. Beide erledigt.
Kommt der Mini-Pilz eigentlich noch oder war der eben schon? Ne, der kommt jetzt noch, ne? Ja, ja, der kommt. Und zwar hier. Alles klar. Hauptsache, ich sammle ihn ein. Jawohl, schön. Schönes Ding. Diese Viecher. Da muss man richtig aufpassen, dass man nicht in die Reihen schwimmt, wenn man nach oben schwimmen möchte. Weil die können sehr schnell ihre Position wechseln. Wie ihr seht. Und man muss warten, bis sie da ihre Animation machen, dass die da eine Bombe fallen lassen wollen. Und dann geht das. Dann kann man hochschwimmen, weil die dann tatsächlich auch, bis die diese Bombe fallen gelassen haben, an der Stelle bleiben. So, der ganze Trick dabei. Und jetzt geht's wieder ab ins Ziel. Aber wir können zumindest noch ein Leben mitnehmen. Wunderbar. Nice. Und wir haben ja sogar einen Fragezeichenblock. Direkt. Guck mal. Mit einem Panzer. Gefällt mir. Und der Level ist tatsächlich auch ein bisschen schwieriger. Weil, naja. Bewegende Pilze, Luftlevel, ne? Kennt man. Und hier kommt sogar ein One-Up raus. Alles klar. Ich hatte gedacht, ja gut, vielleicht ist da nur eine Münze drin. So wie bei anderen Blöcken, wo man sich so denkt, yo, da ist vielleicht ein One-Up. Aber nö, da war sogar ein One-Up drin. Okay. Hätte aber auch sein können, dass da eine Ranke rauskommt. Deswegen dachte ich mir so, yo, mach's da einfach mal. Und hier geht's rein. Okay. In einen Sub-Bereich. Das ist uncool. Das ist genauso uncool. Mit dem Müll. Das ist die erste Starcoin. Okay. Na, rein da. Okay. Sehr nice. Zweite Starcoin. Okay, daran konnte ich mich tatsächlich noch erinnern. Also, hoch mit dir, Mario. Hä? Ach, es ist ein reiner Bonus? Interessant. Na gut. Ach nee. Hier kommt man jetzt zum Secret Exit, oder was? Nach dieser Passage mit diesen hässlichen Pilzen, die sich hin und her bewegen, wo man auch echt easy runterfallen kann. Aber wir haben es geschafft. Alles klar. Und ich sehe auch gerade, wir haben 50 Leben. Heißt, die Hälfte an Leben schon mal geschafft. Oh, und noch ein Fragezeichenblock. Mit noch einem Panzer. Na komm schon. Na komm schon. Jawohl, da habe ich ihn. Dass die auch manchmal so richtig ungünstig stehen müssen. Oh, das war knapp. Ah. Irgendwie ist der Panzer aber auch hier so ein bisschen. Ein bisschen ungünstig, ne? Weil, wie gesagt, wenn man rennt und dann so schnell wird, geht man automatisch in den Panzer rein. Also lohnt es sich hier vielleicht sogar so ein bisschen mit dem Button zu spielen, mit dem Rennen-Button. Oh, okay. Und da auch mal loszulassen. Na, springst du wohl?
Wenn ich springen drücke, bitte auch springen, Mario. Dankeschön. Nice. One Up haben wir in der Tasche. Haben jetzt sogar schon 52 Ups. Und können uns da schon mal freuen. Was ist das denn? Soll man da denn rankommen? Ja, gut. Ah, Mann, ey. Der bewegt sich aber auch so absolut aggressiv hin und her, ne? Ja, okay. Schon eine Idee, wie ich das mache. Vielleicht ein bisschen unnötig. Aber... Obwohl! Nö, wir haben ja hier noch das Itemhaus. Und wenn ich hier den Mini-Pilz nicht bekomme, dann probiere ich es einfach nochmal so. Kacke. Einmal nicht geschafft. Einmal nicht geschafft. Muss. Obwohl, ja, in anderen Fällen musste ich es auch unbedingt schaffen, ne? Ja, okay. Schade, aber ich hätte es fast wieder geschafft. Ach Mann, ey, das ist jetzt ärgerlich. Aber generell immer, wenn man sowas braucht, dann ist natürlich auch der Druck immer immens groß. In so ein Let's Play dann nochmal umso mehr. Weil man weiß, okay, da schauen einem Leute zu. Die wollen was sehen. Und wenn man das dann nicht hinbekommt, dann zieht das den Part einfach unnötig in die Länge. Also ohne, dass man dann irgendwas geschafft hat. Das ist dann, keine Ahnung, das ist dann nochmal, das ist dann nochmal was anderes, als wenn man das privat spielt, finde ich. Aber, Moment. Jetzt können wir uns hier Zeit lassen. Denn ich habe hier jetzt eine Feuerblume. Und kann dementsprechend auch ganz entspannt die Koopas wegmachen. So. So, weg mit dem. Und ich habe... Okay, ich habe einfach durch den Pilz durchgeschossen. Aber naja, was soll's. Wir haben die Starcoin, wir sind im Ziel. Also, alles gut. Oh, und direkt wieder zwei Fragezeichenblöcke. Ich glaube, es kommen immer zwei neue, wenn man beide eingesammelt hat, kann es sein. Ah, hier ist er. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo der ist. Okay. Bekommen eine Feuerblume. Rein mit dir, Mario. So. Ah, okay. Oh. Ja, gut. Aber nee, Moment, ich muss dann trotzdem nochmal runter, ne? Außer ich kann das hier irgendwie mit einem geschickten Jump lösen. Weg mit dir. Das will ich jetzt kurz probieren. Nö. Das geht leider nicht. Gehen wir halt nochmal rein. Lass uns hochschießen. Und drehen das Ding hier um. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Gitters. Da muss man immer darauf achten, dass man da dann nicht in die Bedrängnis gerät. Okay, das war jetzt unnötig, den Koopa zu killen, weil, naja. Da hätten wir in diesen einen Bereich gekonnt. Was auch immer da ist, keine Ahnung. Also, anscheinend nichts Wichtiges. Halt irgendein Fragezeichenblock, wahrscheinlich dann auch nur mit einer Blume.
Ja, und das ist jetzt ein bisschen gemein. Aber im Prinzip, geh runter, Mario. Im Prinzip auch nicht so heftig zu lösen. Ich könnte natürlich jetzt runtergehen und sich da einmal treffen lassen von den Viechern, von den Dingern hier. Ach, Moment. Nee, Quatsch. Man kann ja auch... Oder, Moment mal. Wenn man auf der anderen Seite des Gitters ist... Das will ich kurz testen. Das will ich kurz testen. Einen Moment. Ja, wenn man hier auf der Seite des Gitters ist, kann man doch auch... Nein! Da haben die sogar mit dran gedacht, dass die Cooper Shell dann auf der anderen Seite ist. Okay, interessant. Gut. Dann sammeln wir hier die Münze ein und gehen ganz schnell hoch. War er eigentlich auf der anderen Seite? Irgendwas Wichtiges? Ah, okay, wir kommen jetzt hin. Nö. Also drüben ist noch eine Tür. Wo führt die dann hin? Ach komm, ey. Was soll das denn? Aber gut, man hat ja auch ein bisschen mehr Zeit im Tower. Also können wir da nochmal nachschauen. Wir haben ja die Zeit dafür. Alles easy. So. Hier anscheinend irgendein Bonusbereich, so wie ich das sehe. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Jawohl, da ist er. Die dritte Starcoin. Ja. Und das war's auch schon. Ja, gut. Also, so viel Zeit hätte man jetzt auch nicht gebraucht. Ne? Und da ist er down. Der kleine Bengel. Und er springt mal wieder weg. Sie noch nicht immer entkommen, Mario. Jo, wir wollen speichern. Und wir haben jetzt gar nicht diese Animation, dass er flieht, weil wir schon in der fünften Welt waren. Na gut. Was auch immer. Bis hierhin. Und erstmal nicht weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.